Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer oder der ersten Folge Let's Flash. Heute mit Kill the Plumber. Kill the Plumber, kill the Plumber. Und auf jeden Fall geht es in diesem Spiel darum, den Klempner zu töten. Den sehen wir hier. Das ist nämlich Xario. Der hat ein X auf dem Kopf. Also das ist Xario. Und ja, anscheinend ist Xario, nicht Mario, Xario, richtig. Ein Mexikaner oder sowas. Oder ein Italiener. Aber ich denke einfach, ist einfach mal ein Mexikaner, damit man ja nicht auf Mario kommt. So, und wir starten einfach mal mit World 1. Oh, sogar mit Background Story. Sire, a maniac is in our kingdom. What? Send the troops. Xario ist böse. Go, little goon. Goon. get here and kill him. Move sideways. Okay. Wir töten dich, Xario. Wir... Moment, was? Töten dich. Ha! Da haben wir Xario getötet. Easy, haben sogar 3 Sterne bekommen. Geil. Naja, neue Bestzeit hier. Getting stumped, this one of the best feelings. Jo, finde ich nämlich auch. Stoppen wir ihn mal, Was, der kann... Okay, da haben wir ihn trotzdem erwischt. Wir sind der beste Gumm... Ne, Goon. Goon, den es gibt. Oh Gott, wir müssen zu verhieven. Uni. Ha. Tja, Xario hat überhaupt keine Chance gegen uns. Ja, ist ein Spiel von Dojo, wie ihr das da schon seht. Könnt ihr auch auf der dojo.com-Seite kostenlos spielen, wenn ihr das wollt. Ist eigentlich ganz witzig. Okay, wie sollen wir den jetzt töten? Der springt ja die ganze Zeit... Okay, was auch immer. Death Touch. Und es gibt Errungenschaften, wie es scheint. Hammergeil. Ah, okay. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel eben schon einmal kurz angespielt. Und das ist eigentlich ganz schön witzig. Also ich mag's. Jetzt sind wir... Es gibt hier so ganz viele verschiedene... Klassen. Und die haben halt alle verschiedene Fähigkeiten. Bei denen muss man jetzt zum Beispiel den Xario dazu bringen, auf ihn raufzuspringen, weil der halt Stacheln auf dem Kopf hat. Und das ist alles ganz super dullig. Jeje, ich finde das auch ganz schön dull. Und so spielt man dann hier halt die ganze Zeit weiter. Und gleich sollte sogar mein Lieblingscharakter kommen, den ich bisher so gefunden hatte. Oh nein, da ist Xario durchgekommen. Nein, Xario, wir versperren dir den Weg. Ha! Oh. Und die Wolke da im Hintergrund sah ganz schön böse. Die sieht ja die ganze Zeit schon böse aus. Oh mein Gott. Was ist los mit dir, Wolke? Nein, Xario hat uns ausgetrickst. So ein Bastard. Okay, diesmal kriegen wir ihn. Guck, jetzt sind wir zum Beispiel ein Goon, wie die hier nennen. Ein Goon, der sogar springen kann. Das ist schon ganz schön dull. Kriegt man immer... Oh Gott. Oha. Geh mal weg. Kriegt man immer bessere Fähigkeiten und so. Und One-Ups yours. Geil. Wir töten dich. Komm, Xario. Niemals wirst du uns erreichen. Niemals wirst du diese Flagge erreichen, wohl besser gesagt. Ha! Oh, das hat uns getötet. Der ist einfach auf unseren Kopf gesprungen. Ich glaub's ja nicht. So fühlen sich also die Goombas bei Mario. Ich meine, wir sind kein Goomba. Wir können gar nicht sagen, wie sich ein Goomba fühlt. Aber wir sind ein Goon. Ein Goon. Oh Gott, ob das langt? Ich glaub... Nein, Xario, bleib stehen! Oh nein, da waren wir zu langsam. Ich glaube, wir waren schon wieder zu langsam. Mit R kann man aber zum Glück das Level neu starten. Wenn man R ein bisschen länger gedrückt hält. Um es nochmal zu versuchen, Xario zu töten. Aber ich bin einfach zu langsam. Oh Gott. Da muss man ja sofort loslaufen. Los, hüpf, hüpf. Oh nein! Okay, da muss man ja wirklich richtig schnell sein. Oder muss ich irgendwas anderes machen? Ah, jetzt sollte es lagen. Nein! Da waren wir zu schnell. Oha! Okay. Das Level ist schon etwas schwerer. So, jetzt kriege ich dich. Was? Ich bin doch auf ihn gesprungen. Wieso konnte er auf mich springen? Komm schon, Xario. Hör auf. Ich krieg den nicht. Okay, das Level ist ganz schön schwer. Hilf mir doch, du Angry Wolke da hinten. Jetzt aber. Yes! Da sind wir auf seinen Kopf gesprungen. Haben wir ihn gestompt. Geil, Umatiku. Genau, das ist mein Lieblingscharakter. Weil der einfach stompt. Stompen ist sowieso das Beste. Oh nein. Ist das denn dein Ernst? Na komm. Lauf weiter, genau. Danke. Ja, aber ihn gestorben. Da dachte er, er wäre sicher. Leider nur 2 Sterne bekommen. Schade, schade. Oh. Nein, Mario bleibt... Xario.
Da ist schon wieder falsch. Okay, lass mich kurz durchlaufen. Wir sind ein ganz schön schlechter Stomper. Ah, schon wieder falsch. Oha, das wird ja ganz schön tricky hier. So, da haben wir ihn. Oh, okay. Da sterben wir. Hä? Aha. So, Xario, bist du bereit zu sterben? Da bist du tot. okay, den kenne ich zum Beispiel noch nicht, aber anscheinend kann der hüpfen und Äxte werfen. Das ist toll. Quasi wie so ein Hammerbrüder. Hammerbruder? Hüpf, hüpf. Komm, stirb du da unten. Stirb. Danke. Aber Äxte sind natürlich viel cooler als Hammer. Oh nein. Der kann schießen. Oh Gott. Da haben wir ihn erwischt. Hat er etwa eine Feuerblume aufgesammelt, der Xario? Oha. Oha. Nein. Au. Da hat er uns angezündet. Wie kannst du es wagen, Xario, uns anzuzünden? Oha. Okay. Gar nicht mal so leicht. Hä? Oh, und die Angry-Wolke ist weg. Das finde ich gerade ein bisschen traurig. Nein, stirb! Aber immerhin sind wir nicht gestorben. Na, jetzt aber. Stirb dran, nein, stirb dran, stirb dran! Oh Gott! Oh, puh. Der hat's echt drauf, dieser Xario. Yes! Seine Feuerkugel hat uns zwar auch getötet, aber wir haben ihn zuerst erwischt. Oh, wir sind eine Bombe. Okay, bam! Easy. Hä, da bin ich aber gespannt, was noch so kommt. Oha. Oha, hä? Hä? Kann ich hüpfen? Nee. Achso, okay. Die Bombe ist aber komisch. Die kann nicht hüpfen, die kann sich nur explodieren lassen. Na komm, lauf los. Achso, ich musste nur überleben. Achso, okay, sag es du. Ich musste nur überleben. Hört jetzt. Hä? Oh, achso, ich sehe schon. Pow! Die Blödkopf. Another castle. Was, echt? Sind wir jetzt in der... wie sind wir in deinem Castle drin? Wie sieht dein Kleider... Buhu, buhu. Da ist er jetzt ins reingesprungen. Okay, scheinbar können wir uns nur bewegen, wenn er nicht zu uns guckt, so wie halt im normalen Spiel auch. Okay, ich hoffe einfach mal. Der hüpft uns rein. Sehr schön. Danke, Xario. Bist ein ganz schön netter. Was? Watch out, hier sind... Oh nein, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Und da sind wir tot. Hä? Wie soll ich denn hier... Ich komme da gar nicht schnell genug weg. Okay, warte. Wir stellen uns einfach hier oben hin. Poser-Coins? Wir nehmen ihm gerade seine Power weg. Das ist natürlich cool. Okay, ich war nicht schnell genug da. Nein! Aber ich muss doch da an der Seite warten, oder nicht? Ja. Au. Stopp. So. Auf geht's. Wir müssen schneller sein. Oh Gott, Xario. Nicht so schnell. Hallo? Andere wollen auch noch. Na, das langt. Hüpf. Hüpf doch. Du Bastard. Können wir nicht irgendwie schneller laufen? Bin ich wieder tot. Oh, nee. Yo, was? Da hüpft er? Das ist natürlich nicht so nett. Nein, das sagt schon wieder nicht. Doch! Tja, Xario, wir sind der beste Huibu, den es gibt. Ach was, das war die letzte Mütze. Au. Au. Ich bin ein King, buhu. Ein King, buhu. Wow. Ist das ein Ernst, Xario? Okay.
Oh. Nein, ey. Ich finde das so witzig. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Pow. Pow. Nein, nein, nein. Xario, hör auf. Okay, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Wann? Soll ich denn bitte... Okay. Alles klar. Das war natürlich so geplant. Ganz klar. Kann ich jetzt mehrere auf einmal spielen? Da oben sind nämlich Geister. Müssen wir da hochhelfen? Wahrscheinlich. Und wie helfe ich ihm da hoch? Xario, könntest du... Wow. Nice. Wie kriege ich ihn denn da hoch? Ich muss ihm ja irgendwie helfen, da hochzukommen. Hm. Ah. Okay, Moment. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Oder auch nicht. Hä? Nein! Er muss alle Münzen einsammeln. Ja, er darf da aber nicht rüber. Ja. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Er soll da sogar rüber. Moment, wir lassen ihn erstmal die Münzen einsammeln. Dann soll er jetzt hier rüber hüpfen. Um dann nämlich... Okay, jetzt. Da drüben auch nochmal. Oh nein. Ich hasse dich. Stirb, Xario. Hä? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich da oben hinbekommen soll. Ich glaube, er muss einmal rüber. Oh, oder so. Tja, Xario. Da hast du dich wohl selbst getötet. Wir sind so ein King-Dingsbums. Boom. Lol, okay, das war jetzt ein bisschen zu einfach. Dum, 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 dum. Okay, das finde ich aber witzig. Dass uns ein so ein kleines Feuerding töten kann, ist schon ganz schön unrealistisch, aber okay. Ha! Dass so ein großer Feuerball ihn allerdings tötet, ist logisch. Okay, wir müssen ihn die Münzen holen lassen. Oha. 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 Hä? Er war doch über uns. Oh, da hat die letzte Feuerball noch getroffen. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Das ist aber hart. Hüpf da hoch jetzt! Oh Gott! Xario, please! Oh Gott! Okay, das war knapp. Aber alles gut. Ach, wir müssen ihn zum Hüpfen animieren. Er hüpft, sobald wir einmal hüpfen. Sobald wir stampfen, besser gesagt. Okay, das ist gut zu wissen. Ah. Ach, komm schon! Du Blödkopf, du. Okay. Und mit diesem abschließenden Tod von Xario durch den Gumba-König
würde ich sagen, war es das für dieses Let's Flash mit Kill the Blumber. Kill the Blumber, Kill the Blumber. Ja. Und wenn ihr das halt spielen wollt, dann Link dazu ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne spielen, macht auf jeden Fall Spaß. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Let's Flash gefallen. Wenn ihr irgendwie Spiele habt, die ich auch mal Let's Flashen soll, dann könnt ihr die gerne auch in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.